Das ist kein Scherz, Leute. Ich habe 250 Schichten Puder im Gesicht und ich glänze immer noch. Ich fange einfach morgen an, mein gesamtes Gesicht zu baken. Ich weiß nicht, ob einfach mein Gesicht so Auftrag Fettproduktion hat. Kein Scherz. Ich würde mir so sehr wünschen, trockene Haut zu haben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, lasst uns anfangen. What's poppin'? Boys and Girls, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren großartigen Video. Ich habe mir hier mal wieder einen Tee klar gemacht, der übrigens richtig räudig schmeckt. Ich habe euch auf Snapchat mal wieder um Fragen gebeten, denn einige haben gefragt und sich gewünscht, dass mal wieder ein Snapchat Q&A kommt. Und ja, ihr habt mir einiges an Fragen geschickt und ich würde sagen, I jump right into it und wir beginnen mit euren Fragen. Du mal Fernsehen schaust. Was ist dein Lieblingssender? Ich gucke wahrhaftig fast gar keinen Fernsehen mehr. Ich gucke echt nur noch irgendwas im Internet. Aber wenn ich mal Fernsehen gucke, irgendwie, weil ich keinen Bock habe, die Xbox oder den PC anzuschließen, um irgendwie Netflix aufzumachen oder so, dann gucke ich ProSieben, weil da dann irgendwie Big Bang Theory oder Two and a Half Men. Also wenn, dann ProSieben. Was guckt ihr, wenn ihr Fernsehen guckt? Hallo! Wenn du eine Charaktereigenschaft oder eine Fähigkeit an alle Menschen dieser Welt geben könntest, welche wäre das? Ich glaube, ich würde Empathie nehmen. Ich glaube, dass einiges auf der Welt viel cooler werden würde, wenn sich viele Menschen in andere hineinversetzen können. Die steht hier falsch. Meine Frage ist, würdest du lieber die Gedanken aller Menschen lesen können oder lieber mit Tieren sprechen können? Ich würde viel lieber mit Tieren sprechen können, weil wie geil wäre es bitte, mit Tieren zu sprechen? Ich bin mega sensibel, Leute, Mann. Wenn ich alles wüsste, was andere Leute denken, dann wäre ich ständig traurig. Weil man denkt nun mal manchmal böse Sachen, ist halt einfach so, ne? Ich würde gerne von dir wissen, ob du mal Kinder haben willst und wenn ja, wie viele und welche Namen du so schön findest. Hab dich lieb. Ja, ich möchte mal Kinder haben. Ich möchte eigentlich nur ein Kind haben. Keine Ahnung, wenn ich ein Kind habe, vielleicht bin ich dann auf einmal 20, I don't know. Ich finde so Namen ganz cool wie Finn oder Paul oder Tom, aber das sind halt so Namen, die jetzt auch überall unterwegs sind. Was soll ich machen, Leute? Ich heiße Jacqueline. Ich kann mich da im Familienstammbaum nur nach oben bewegen. Was machst du eigentlich, wenn du mal so richtig in Weihnachtsstimmung kommen willst? Ich bin ja total der Fan von Weihnachtsfilmen. So Nightmare Before Christmas, der Grinch gucken, dann geht sofort bei mir los. Man muss sich einfach darauf einlassen, auf diesen ganzen Kitsch. Und dann geht das. Also ich würde gerne wissen, wie du eigentlich so in die Selbstständigkeit eingestiegen bist und wie du das so alles gemacht hast, ob du irgendwas studiert hast. Ich habe Medienwirtschaft studiert. Ja, das mit meiner Selbstständigkeit, da kann ich mal ein extra Video zu machen. Das ist so, vielleicht mache ich mal ein Draw My Life dazu. Es ist ein großes Thema, was ich jetzt hier nicht anschneiden möchte, weil es einfach zu viel Input ist. Falls euch das interessiert, so Thema YouTuber, Blogger, Selbstständigkeit, Online-Marketing, wie funktioniert das eigentlich? Wo kommt das Geld her und so? Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mal unten in die Kommentare und dann machen wir das mal. Und zwar meine Frage ist, was denn so deine Kindheitshelden damals waren? Ich hatte drei Kindheitshelden. Platz 3 ist Mila Superstar. Ich war ein total großer Fan von Mila Superstar. Das ist eine Anime-Serie über so eine Volleyballmannschaft. Und auf Platz 2 ist auf jeden Fall Sailor Moon. Ich war ein riesengroßer Sailor Moon Fan. Ich konnte nachmittags mich nie zum Spielen verabreden, weil um 16 Uhr mal Sailor Moon auf RTL 2 lief. Mein absolutes Nummer 1 Idol, als ich jünger war, war Clarissa. Und Clarissa ist immer so richtig crazy rumgelaufen und hatte immer so, keine Ahnung, 2 verschiedene Paar Schuhe an und bunte Leggings und Zöpfe auf dem Kopf. Und ich fand die so cool und habe die immer nachgemacht. Und ich fand es so cool, weil Clarissas bester Freund hieß Sam. Und immer, wenn er die Leiter an die Tür gemacht hat, um zu ihrem Zimmer hochzukommen, hat sie gesagt, hi Sam. Und das fand ich voll cool, weil meine beste Freundin dann später Sam hieß. Und ja, dann habe ich mich immer voll gefreut, wenn ich sagen kann, hi Sam. Weil ich dann dachte, ich bin Clarissa. Hallo Jaco, meine Frage ist, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich weiß, dass die Fragen jetzt ein bisschen tiefgründig sind, aber ja, ich hab dich lieb. Nein, ich glaube an, nicht nach ein Leben nach dem Tod, beziehungsweise ich glaube an eine bestimmte Art von Wiedergeburt. Ja, ich bin so ein Mensch, der an Energien glaubt und so ein Quatsch. Warst du schon auf einem Festival und wenn ja, auf welchem? Ja, ich war schon mal auf einem Festival, aber wahrhaftig nur auf einem großen und das war das Splash. Und ich habe 4 Stunden in der Sonne angestanden für Mac Miller, um in den ersten Reihen zu stehen. Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen und keine Luft mehr bekommen, weil sie gequetscht haben. Und dann wurde ich rausgezogen. Und in dem Moment, wo ich rausgezogen wurde, kam Mac Miller auf die Bühne. Und dann war alles vorbei und ich stand ganz hinten. Das war ein trauriger Moment in meinem Leben. Aber er war schön, weil er war gemeinsam, ich habe ihn gemeinsam mit Mac Miller erlebt. Und jetzt sind wir ein Stück näher zusammen.
Hi Jaco, ich wollte mal fragen, ob du manchmal noch so richtig Schmacht auf irgendwas Tierisches hast und was du dann dagegen machst. Ja, hab ich. Also klar, manchmal, also ich hab meistens Schmacht dann auf irgendwas mit Käse. Wenn ich unterwegs bin und alle essen irgendwie eine Pizza und ich bin dann voll traurig und will auch eine Pizza und da gibt's jetzt keine vegane Pizza, dann esse ich auch mal eine Pizza. Ja, aber so zu Hause habe ich das gar nicht. Ja, ich bin nicht so der Verbieter, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, ich muss das immer so machen, dass mir das Spaß macht. Und deswegen habe ich so meinen eigenen Weg gefunden. Hi Jaco, ich wollte fragen, ob du eine Bucketlist hast und wenn ja, ob du mal ein paar Punkte nennen kannst, die da draufstehen. Liebe Grüße aus Hannover! Um ehrlich zu sein, habe ich dieses Bucketlist-Zeug irgendwie abgeschafft. Aber man hat ja immer so ein paar Sachen, wo man Bock drauf hätte. Und wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, wäre wahrscheinlich da drauf, irgendwie so ein Reisevan zu haben und einfach mal so ein halbes Jahr oder Jahr irgendwo drauf losfahren. Dann stand immer auf meiner Bucketlist, eine Erwachsene-Pyjama-Party mit einer Frau zu machen. Aber da macht mir Kevin einen Strich durch die Rechnung. Willst du dich während einer Schwangerschaft auch vegan ernähren? Oder dein Kind, würdest du das auch vegan ernähren? Oder eher nicht? Grüße! Wenn man so sagt, dass man irgendwie auf vegane Ernährung steht, dann kommen immer so tausend Leute, die so Fragen stellen. Würdest du deinen Hund vegan ernähren? Würdest du deine Kinder vegan ernähren? Würdest du in dieser und jener Situation? Ich kann es euch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja sowieso total praktisch. Und je nachdem, wie ich in meiner Schwangerschaft drauf bin und worauf ich Bock habe, würde ich das so machen, wie ich das richtig sehe. Das gefährliche Halbwissen. Solche Fragen sollte man nur beantworten, wenn man sich mit dem Thema in irgendeiner Art und Weise schon mal auseinandergesetzt hat. Wenn euch aber das Thema vegan im Allgemeinen, wie ich dazu stehe und ob das gesund ist und ob man dann geiles Essen essen kann, alle Informationen, die ihr in irgendeiner Art und Weise zum Thema vegan haben wollt. Zwei Freunde von mir haben einen Kongress gestartet, da gibt es 3 Interviews am Tag. Und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier beim Vegan für Einsteiger-Kongress. Ich habe einfach so meinen Horizont krass erweitert, was Essen angeht und auf einmal Geschmäcker entwickelt, die ich vorher nie hatte. Und ich hatte wirklich dieses, ich habe Weight Watchers mal gemacht, dann auch eine Zeit lang und wirklich so Kram. Und dann, als ich zur veganen Ernährung gekommen bin und auch gerade zu dem High Carb, habe ich erst mal gecheckt, wie verrückt eigentlich. Ich war auch in der Universität und was wir bekommen, ist eine Gehirnwäsche. Ich dachte auch immer, ich kann ohne Käse nicht leben, was totaler Blödsinn ist. Ich bin so ein richtiger Sahnesoßen-Mensch gewesen. Wenn ich so bestellt habe, dann so Tortellini, Sahnesoße und Käse überbacken. Dann stand ich da mit meiner Sojasahne und dachte, das schmeckt so scheiße. Kenne ich. Da muss man erstmal so lernen, wie macht man das, dass das lecker ist. Ne? So Cashewkäse, ich meine, Mann, ich bin einfach so extrem glücklich, dass ich hergehen kann und einfach mir diese geil aussehenden Lebensmittel in Mengen und in Massen essen kann. Also nachdem Tierprotein 92% des Giftes aus der Nahrung zu uns reinbringt, ist das, glaube ich, gar keine Diskussion. Das muss man auch nochmal klar sagen. Ne? Jeder, der überlegt, Veganer zu werden, muss keine Angst vor Verzicht haben, sondern im Grunde genommen isst man mehr und häufiger und besser und es macht viel mehr Spaß als vorher. Wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken und auch mein Interview zu sehen, dann verlinke ich euch das mal hier und in der Infobox. Das geht heute oder morgen los und dann könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Tragt euch da auf jeden Fall ein, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Das wird richtig, richtig geil. Und außerdem bin ich dabei, Mann. Ihr müsst mein Video gucken. Ja, meine kleinen Hasenfüßchen. Wer Bock hat, mir auf Snapchat zu folgen, ich verlinke hier meinen Snapchat-Account. Da bin ich jeden Tag immer ein bisschen was am Erzählen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, ihr geilen Geräte. Und ich bin heute irgendwie nicht ganz bei mir. Tut mir leid, falls es irgendwie merkwürdig heute war, mir zuzuhören. Aber ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!